Donald Trump ist verstimmt. Weil Dänemark einen Verkauf Grönlands ablehnt, hat der US-Präsident ein für Anfang September geplantes Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen abgesagt. Zur Begründung schreibt Trump auf Twitter, Frederiksen wolle nicht über einen Verkauf der Insel im Nordpolarmeer sprechen. Das Treffen solle nun zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Noch am Vortag hatte Trump das Thema mit Humor genommen. Er werde kein Hotel auf Grönland bauen, scherzte er auf Twitter zu einer Fotomontage, die seit Tagen im Internet kursiert. Wie ernst es dem US-Präsidenten aber offenbar mit einem möglichen Kauf Grönlands ist, zeigt die jetzige Absage des Treffens mit Frederiksen. Der US-Präsident interessiert sich offenbar wegen der Bodenschätze und der geostrategischen Bedeutung für das nordöstlich von Kanada gelegene Gebiet. Grönland ist die größte Insel der Welt und gehört als autonomes Gebiet zu Dänemark.